Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 23. Wir starten heute in La Liga. Erster Spieltag gegen Real Madrid im Santiago Bernabéu. Werden wir dann heute antreten? Ja, schaffen wir eine kleine Überraschung in Madrid was zu holen oder gibt es den ersten Fehlstart? Für uns ist es nach dem Jahr jetzt. Jetzt mal wieder wichtig, dass wir international spielen. Letzte Saison nur Achter geworden, der Club. Und ja, es wird Zeit auf jeden Fall. Ja, genau. So ist es halt auf jeden Fall. Wir sind Achter geworden letzte Saison und wir wollen natürlich wieder in die Top 6 und hoffen, dass wir ja vielleicht ja was mitnehmen. Wir sind momentan Dritter, das ist aber klar. Wir haben noch nicht gespielt. Valladolid und Valencia haben ja ihr Spiel schon gespielt. Unentschieden gespielt. Ja, heute geht's nach Madrid und dann geht's gegen Getafe. So, gehen wir rein in die Pressekonferenz vor dem Spiel. Erste Pressekonferenz. Gracias por su paciencia. Las preguntas comenzarán enseguida. Ja, auf geht's. Das reicht erstmal in erster Linie mal natürlich für die Europa League oder für die Conference League. Auf jeden Fall erstmal unter die ersten 6 bis 7. Nachdem. Mal gucken. Ja klar, wird diesem Team sehr, sehr helfen. Con esto termina la rueda de prensa. Gracias por su presencia. Na gut, gehen wir rein ins Match. Erster natürlich schon mal eine Ausnummer. Wir werden mit dieser Aufstellung hier spielen, die ich euch schon mal gezeigt habe, mit einigen jungen Talenten dabei. Klar, wie gesagt, alle Spieler sind natürlich Basken irgendwo. Und ja, hoffen wir mal, dass wir mit dieser Transferpolitik, was es natürlich nicht einfach macht, hier irgendwelche Stars zu holen. Ja, mal schauen. Nee. Große Stars werden wir sowieso nicht holen. Viele externe werden wir auch nicht holen. Haben wir ja schon ein bisschen was geholt, sondern größtenteils erstmal auf die eigene Jugend zu setzen. Gehen wir rein, Twitch. Die Erwartungen sind groß vor dieser Partie und das spürt man auch an der Atmosphäre. Alle fiebern sie hier dem Anpfiff entgegen. Wir zeigen Ihnen diese Partie live aus dem Santiago Bernabéu. Schön, dass Sie dabei sind. Wir begrüßen Sie aus Madrid, aus dem Estadio Santiago Bernabéu. Liebe Zuschauer, willkommen zu dieser Partie. Ihre Kommentatoren sind auch heute wieder einmal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir zeigen Ihnen ein Spiel vom ersten Spieltag der La Liga Santander. Real Madrid gegen Athletic Bilbao. Ihr Ziel ist die UEFA Champions League und da ist natürlich klar, du musst von Anfang an aufkommen. Du brauchst jeden Punkt, jedes Erfolgserlebnis. Heute müssen sie sich zeigen. Sie müssen auch der Konkurrenz zeigen. An uns kommt ihr so schnell nicht vorbei. Und so geht Real Madrid also in diese Partie. Thibaut Courtois ist der heutige Torhüter. Dani Carvajal spielt mit Verlomo in der Abwehr. Toni Kroos steht mit Luka Modric im Zentrum. Und der einzige Stürmer wird Karim Benzema. Und nein, Fede Valverde ist übrigens nicht mit unserem Trainer verwandt. Weil der eine Spanier ist und der andere, glaube ich, aus Uruguay kommt. Soweit ich die es doch richtig in Erinnerung habe.
Aber ja, ich hoffe, Federball wäre jetzt, glaube ich, auf Federico. So geht also glaube ich, Bilbao in diese Partie. Sie spielen heute mit einer Raute im Mittelfeld. In der taktischen Formation ist das ein 4-4-2, auch wenn sie da im Mittelfeld, das ist im modernen Fußball so, sehr variabel sind. Spielern auch eine Mannschaft zu formen. Das ist nicht nur eine Ansammlung von Superstars, das ist eine echte Mannschaft. Na dann, auf geht's! Santiago Bernabéu. Wir wollen natürlich den... Mal schauen, was wir denn kriegen. Wir wollen natürlich hier ein gutes Ergebnis machen zu Beginn. Und einfach wird es nicht. Benzema. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Hat er Glück gehabt. Immanuel. Und Nacho. Das ist heute seine Premiere bei diesem Club und ich glaube, die Erwartungen könnten kaum höher sein. Und Benzema läuft durch gegen die... Und überhastet, der ist doch drauf versucht, was man überhastet. Eine gute Gelegenheit, aber das war stark gemacht. Da sind sie mit dem frühen Vinicius. Erfolgreich. Benzema. Ist das die Möglichkeit? Und Vinicius mit dem nächsten Chance für Real. Also Pum wäre schon zufrieden. Muss ich zugeben. Ah, aber hier wurde er noch einen Moment gestört. Hört sie mal. Und wie wir. Sie holen sich hier den Ball. Williams. Schöner Angriff, da haben sie mehrere Optionen. Nico Williams, das ist Nico Williams! In die Mitte. Und kommt nicht durch. Fängt diese Flanke ab. Wir haben ja heute einen jungen Mann, der sein Profidebüt gibt. 16 Jahre ist er gerade mal. Genau, das Pedro Escobar, der war mit der 39. Der Stürmer. Das sind dann schon die besonderen Talente, die mit 16 in der Startelf loslegen dürfen. Ich bin sehr gespannt, was er uns heute zeigen kann. Also nervös muss der sein. Aber ganz kurz. Escobar! Und die nächste Chance. Der Ball kommt hier so langsam. Weltklasse. Also das können nicht viel. Der Ball kommt rein. Und 1-0. Gerai. Bilbao schockt Madrid. Hier ist dieses Tor nochmal, sie bringen die Ecke rein und dann ist er stark. Unwiderstehlich, wie er da mit dem Kopf zum Ball geht. Und dann ist der Treffer nicht mehr zu verhindern. Man hat sich langsam gefangen. Und dann ist das La Liga-Tor für Gerai. Rückstand also für Real Madrid, kann ihnen nicht gefallen. Jetzt muss die Reaktion kommen. Also Madrid fängt stark an, hat seine Chance nicht so weit genutzt und dann plötzlich... kam dann am Bilbao. Willst du doch. Muniain. Ja, der muss jetzt ein bisschen aufpassen. Und da Escobar! Und dann ist es Williams, der scheitert an Kutwa. Nächste Ecke. Und wieder gefährlich. Oh ja, Zabal diesmal. Eine starke Aktion von beiden. Nächste Ecke, Muniain. Nächster Ball, Oyarzabal. Diesmal kommt sie ein bisschen besser hin. Muniain. Muniain. Der geht weit, aber. Gut war. War nicht leicht. Schön durchgesetzt. Muniain. Oyarzabal. Genau. Oyarzabal, gutes Ding. Der kommt in die Mitte. Nein, keine gute Befreiung hier. Vencedor. Und der gibt mal! Kurz weit, Ball ist noch im Spiel. Und so schlecht war der gar nicht. Mondi. Modric. Ja, Modric. Ja, Madrid, das ist ein bisschen, sind gerade so ein bisschen geschockt.
Schöner Pass. Aber jetzt mal der Ball über Vinicius. Benzema, nichts passiert, Simon und weiter geht die Reise. Immerhin 0. Gleich gehen wir hier in die Pause in diesem Spiel, in dem die Gäste aktuell knapp vorne sind. Sie können durchaus zufrieden sein mit der heutigen Leistung. Noch ist es knapp. Ein Tor. Und Kamaral. Sie haben das immer mehr. Sichert erstmal die Kugel. Heute den Sieg und es kann auch klappen. Wenn Sie doch. Gegen Feder Valverde. Und Elfmeter. Elfmeter. Und nach Foul von Giray, der eben das Tor gemacht hat. Richtige Entscheidung. Klar, es ist eine harte Entscheidung. Aber das pfeift jeder Schiri so. Keine Frage. Also meiner Meinung nach, schwierige Situation. Benzema gegen Anlauf Simon. Abseits. Kurz vor der Pause, der Ausgleichstreffer für Real. Ja, Held und Depp in einer Partie, Giray, Führungsdoppelbau und dann 1-1, wieder unentschieden. Das Tor. Völlig offen. Pausenpfiff, das war sie. Die erste und dann in der Elfmeter verursacht, die gelbe Karte kassiert. So, gucken wir mal auf die anderen Ergebnisse. Almeria gegen Villarreal unentschieden. Wir gehen also quasi in die zweite Halbzeit. Unverändert, warum auch erstmal wechseln, das funktioniert doch. Bis auf das eine war jetzt quasi mehr oder weniger nicht viel zugelassen. Nico Williams. Super durchgesetzt. Komm mal ein bisschen durch. Nico Williams hat die Lücke frei. Und gut war. Wechsel bei Real. Rodrigo für Valverde. Ecke Muniain. In die Mitte. Da muss er doch klären, Escobar. Aber Ball bleibt. Er passt gut auf und hat den Ball. Abgeblockt. Wenn der weiter so machen, wird er sagen, wahrscheinlich irgendwann eine neue Superstar. Aber wie gesagt, man noch nicht so hochloben. Manchester City hat einen Transfer vermeldet. Und es Davis, ist wohl okay. Wirklich ein echter Wunschtransfer. Ja, ein guck toller Transfer. Er bringt ja richtig Qualität mit. Glück gehabt. Oyarzabal, gut gelöst da. Oyarzabal. Oh, 1, 2, 3 und dann. Eine Gefahr nach der Abwehr von Courtois. Es Ach, gibt Abstoß, da hätte er Williams Junior. Nicht wirklich. Kurzer Blick auf die nächste Partie für Bilbao. Ja, es geht gegen den Heim. FC Getafe im nächsten Spiel in der spanischen Liga, der La Liga Santander. Da wäre Platz auf außen für Rodrigo. Rodrigo mal jetzt, sehr eingewechselt, der gerade für Valverde eben gekommen. Ja, gut, er groß. Aber was machen Sie draus? Er geht dazwischen. Und Giray. Ecke Real. Die Fans hoffen auf die Führung jetzt bei dieser Ecke. Jetzt kommt die Ecke. Der Abschluss nicht platziert genug, nein. Das ist da kein Problem. Abflugkonter. Konterbahn für Bilbao und dann dieser abge. Fangen den Ball gegen Modric. Vivian mit dem. Eckball. Also. Rüdiger übrigens. Den Ball hat die Abwehr. Rüdiger. Kurzer Blick aufs nächste La Liga Santander-Spiel für Real Madrid. Dann geht und dann ist es Vincent und der ist Sechser. Und Courtois. Macht er gut. So, Wechsel jetzt bei mir, bei uns. Ich denke, Escobar wird jetzt rausgehen. Ich habe ja noch Sunset auf Theorie auf der Bank, aber der kann ja zentral spielen. Nur, der wird nämlich jetzt gleich mal auf die Sechs gehen. Deswegen drei Wechsel werden es jetzt werden. Bisschen mal die Jungen bringen. Jetzt kommen gleich drei neue Spieler. So, drei Wechsel.
Drei neue, jetzt die Ecke. Der geht aber zu nah an den Keeper. Ja, theoretisch ist ein Punkt natürlich geil in Madrid. Das kann man. Haben wir noch, aber wir haben doch Chancen, ist noch nichts. Vinicius. Karim Benzema. Jetzt ja. Das alleine mit allen auf. Und. Sichere Parade. Ecke. Kurze Ecke. Ja, zu einfach. Rüdiger hat den Ball. Rüdiger. Ja, der Schuss jetzt. Einfache Aufgabe für Unai Simon. Simon. Oh, dann dieser schöne Ball. Aber der steht noch einer drin mit dahinter. Und Nico Williams. Ja, hm. 2-1. Dicker Pock da in der Innenverteidigung. 78. Nee, ich glaube, es war Iñaki Williams. Entschuldigung, es war nicht Nico, sondern Iñaki. Eigentlich alles safe. Eigentlich so, macht Nacho noch alles richtig. Und dann macht er doch alles falsch. Tor, den Ball einfach reingehämmert und da gibt es nichts mehr zu halten. So, Iñaki. Oh, Madrid. Fischer für den Meister. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Und jetzt der Ball auf Williams. Williams. Iñaki Williams. Und die Riesenchance für Bilbao, sogar hier noch 3 zu stellen. Den hat er förmlich geahnt. Sechs Minuten haben wir hier noch. Okay, die Fans ist immer Verlass. Das Team liegt hinten. Oh, oh. Es läuft nicht, man tut sich schwer, aber die Fans sind da und treiben ihre Mannschaft im Estadio Santiago Bernabeu unermüdlich nach vorne. Da wäre jetzt viel Platz für den Kontakt. Und Williams hat vielleicht die dicke, dicke Chance so zu machen. So. So, es gibt jetzt den Wechsel, den Doppelwechsel nochmal. De Lima kommt jetzt nochmal rein. Klasse gemacht, da können Sie sich bei ihm. Neuzugang von. Aus Bordeaux. Und Ciliero. Ciliero kommt nochmal rein. Ecke kommt in die Mitte. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Ciliero, der ist auch noch den Verteidiger, der gerade jetzt eingewechselt wurde. Flanke kommt in die Mitte. Und Ende aus, vorbei. Bilbao, 3 Punkte in Madrid. Iñaki Williams, Doppelpack. Yes! Sie hat einen Punkt nicht gerne genommen. Es wäre noch eine 3er. Nächste Chance. Und dann macht er das Tor. Strafe für den schwachen Befreiungsschlag. Mit Bayreuth haben wir ja in der Gruppenphase auch ebenfalls mit 3-1 in Madrid gewonnen. Also scheint Madrid gute Situation zu sein. Für uns zu sein. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3-1. Yes. Schlusspfiff in dieser heutigen Partie. Die Gäste haben gewonnen. Vor dem Spiel haben alle nur über die Höhe der Niederlage diskutiert. Und jetzt steht da dieser Sieg auf der Anzeigetafel. Damit, yes. Ganz ehrlich, hätte ich niemals gerechnet. Auch so kann es laufen. Wahnsinn, das ist Fußball. Das war heute eine überragende Vorstellung von ihm. Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt. Und das nicht nur wegen der beiden Treffer. Ja, nur Benzema als Elfmeter. Jerry mit der Führung für Bilbao. Dann Benzema als Elfmeter zum 1-1 vor der Pause. Und dann der Doppelschlag ziemlich am Ende nochmal der Partie. Und so ganz unverdient ist dieser Sieg auch nicht. Da bin ich auch ziemlich happy drüber, dass das passiert. Dass wir das Ding gewonnen haben hier. Es reicht aber nicht für die Tabellenführung, weil Villarreal 3-0 in Almeria gewinnt. Aber wie gesagt, natürlich klar. Madrid Sieg im Auswärts bei Real. Antes de nada, me gustaría darle las gracias por molestarse en responder estas preguntas.
es ist das erste Spiel für ihn. Gracias de nuevo por su tiempo y sus respuestas. So. Gut. Dann sind wir damit auch durch. Nö. Ja, natürlich wollen wir noch ein paar Leute holen. Aber es ist halt unter anderem auch die Transferpolitik. So, gut. Wir gehen quasi in das nächste Spiel gegen Getafe. Beide haben hier später das erste Spiel gewonnen. Und ob wir dann heute den zweiten Sieg in Folge holen wollen, oder morgen, eher um 14 Uhr wieder natürlich, das werden wir uns dann anschauen. Bis dahin. Tschüss.